bei minus 15 Grad im Laufen der Wind von der Brille herunter abgewiesen, dann direkt auf die Nase. Da haben wir Magdalena Neuner, dahinter Andrea Henkel. Also gelbes Trikot, das steht ganz vorne mit der Startnummer 1. Los geht's! 10 Kilometer ist die Distanz. Magdalena Neuner als die Siegerin im Sprint hat einen komfortablen Vorsprung. 38 Sekunden genau dauert es, bis die zweite, bis Daria Domracheva losziehen kann. Dann Tora Berger, 49 Sekunden ihr Abstand. Andrea Henkel als fünfte bereits 1:06 hinter der Schnellen, der Starke. Ist bestens präpariert. Der Schnee dürfte so zwischen minus 5 bis minus 10 Grad haben. Und wir sehen hier diese 2 Kilometer, die zu bewältigen sind. Und auch hier gilt, es geht zunächst erstmal bergauf. Insgesamt 40 Höhenmeter sind zu absolvieren. Und es ist einfach eine Strecke, die ja durch ihre Kürze nicht so viel hergibt. Das ist in jedem Biathlon-Stadion der Welt so. Und Magdalena Neuner haben wir hier. Magdalena hier schon in der Abfahrt. Der Schnee etwas stumpfer durch die Kälte, aber gibt kein Problem für die Techniker. Hier sehen wir die Wände schon bei Kilometer 0,7. Allzu sehr geht es nicht hoch. Und jede Runde eben nur 2 Kilometer lang. Da ist nicht allzu viel gut zu machen, aufzuholen. Andrea. 15 Grad Temperatur und ganz, ganz leicht im Wind. Gute Verhältnisse. Eventuell hat die ein oder andere heute eine spezielle Munition herausgepackt. Es kann sein, dass man bei der Kälte eine etwas andere Munition schießt. Das Trefferbild allgemein nicht so dicht, nicht so eng wie bei Temperaturen um die 0 bis minus 5 Grad. Deutlich schwieriger, aber der Wind heute, der Freund der Schützinnen, nicht vorhanden. Und liegend ist unglaublich momentan die Form von Magdalena Neuner. Ähnlich, als würde man das Gewehr einspannen und ganz sicher aufs Ziel fixieren. Legt sie die Scheiben um in den letzten Tagen. Unglaublich. Damit bleibt sie natürlich weiter vorne. Und Daria Domracheva im Zugzwang. Schießt hier mit Fäustlingen, beziehungsweise hat Innenhandschuhe im Fäustling, um sich gegen die Kälte zu schützen. Der Zeigefinger muss warm sein beim Schießen. Ja, auch Daria Domracheva trifft alle 5 Scheiben. Was die Trainer sagen, Treffer vor Zeit. Dadurch verliert sie zwar immer wieder etwas an Zeit, aber wichtig ist, dass man Schuss um Schuss kämpft und dann sind es eben nicht 2, sondern nur einer. Oder das nächste Mal nicht einer, sondern nur 0. Und das ist wichtig. Ja, und insgesamt hat auch Gerald Hönig gestern noch erzählt, sind sie ganz froh, dass Miriam Gössner jetzt so nach und nach das Schießen stabilisieren kann. Nicht mehr diese groben Ausschläge nach oben hat mit 5 Fehlern, mit 4 Fehlern. Davon oder damit hat sie hier überhaupt nichts zu tun momentan. Magdalena Neuner weiter auf der Erfolgsspur. Beflügelt hier noch einmal in Oslo. Ganze Familie ist da. Tut ihr richtig gut, wie sie immer wieder betont. Die Eltern, die Schwester, auch der Freund ist hier nach Oslo gekommen für das komplette Wochenende. Verbringen häufig Zeit miteinander und wir können noch mal über die Schulter schauen von Magdalena Neuner. Der äußere Anschlag perfekt, sie liegt richtig gut da. Gibt's gar nichts auszusetzen. Da geleistet und das hat sie dann so weit nach hinten geschlagen auf den 54. Rang, wo sie doch hier in Oslo sich noch einmal bewerben wollte, um einen der Startplätze dann bei den Weltmeisterschaften in Ruppolding. Und Magdalena Neuner ist durch die Zeitnahme. Jetzt können wir schauen, wie der Rückstand ist von Daria Domracheva, ob sie gut machen kann oder ob so bleibt. Der Maßstab ist 42,5 Sekunden nach dem Schießen. Auch Daria Domracheva mit einem leichten Infekt in diese Woche hier gegangen, angereist nach Oslo. Aber auch sie hat ihn offensichtlich gut bewältigen können. Das hat sie im Sprint unter Beweis gestellt mit der 3. Laufzeit, mit dem 2. Platz am Ende.
Und dort oben, hier haben wir mal den Abstand, also 44,1 sind es. Ein klein wenig hat sie verloren, minimal. Und da hinten kommt dann schon die Frau im roten Trikot, Tora Berger, an ihren Skienden, Marie-Dorin Aber. Das waren 52 Sekunden nach dem Schießen. Also 7 Sekunden hat Berger verloren. Wieder ihre Lauftechnik, staccato-artig und Kopf nach vorne. Ganz ungewöhnlich ihr Laufstil, unverwechselbar, kein Technik-Leitbild, eher schon Magdalena Neuner. Und Andrea Henkel als siebte, 1 Minute 15,1 Sekunden hinter der Führenden, hinter Magdalena Neuner, die schon wieder hier im Stadionbereich ist, auf der Gegengerade zum Ziel, jetzt einbiegt, da hinten kommt sie zum zweiten Schießen, noch einmal liegender Anschlag auf die kleine Scheibe. In 50 Meter Abstand aufgestellt, 4,5 Zentimeter der Durchmesser. Seine Musterschülerin. Fehler. Er ist ein wenig links oben rausgerutscht, war knapp, aber dennoch vorbei. Sie muss in die Strafrunde, Magdalena Neuner. Die Chance für die Verfolgerinnen, für Daria Domracheva als allererste, dann für Tora Berger und auch für Marie-Dorin Aber, sich näher ranzuschieben. In Führung wird sie bleiben mit 44 Sekunden Vorsprung. Da kann man diese Strafrunde verkraften. Aber es ist ja auch die Gefahr, wenn man so weit vorne ist. Da meint jeder, ja, das geht immer gut und die schießt immer null und so. Der Druck ist da schon groß. Du hast nämlich Zeit nachzudenken. Ich meine, Magdalena wahrscheinlich weniger. Die wird so fokussiert sein, aber die Gefahr besteht immer latent, dass man etwas unkonzentriert wird. So, zurück auf der Strecke. Magdalena Neuner, Daria Domracheva kann dieses nutzen. Kann sich ein wenig näher ranschieben, indem sie hier alles trifft. Auch Tora Berger. Und die Französin zieht ebenso nach. Marie-Dorin Aber. Also alle drei der ersten Verfolgerinnen können sich da ein wenig weiter ranschieben an Magdalena Neuner. Henkel mit Fehler, ebenso Mäkerainen, die schon ein paar Plätze hat gut machen können. Als neunte ins Rennen gegangen, die Finnin. Saitseva trifft. Mäkerainen jetzt mit 2 Fehler. André sagen und Magdalena Neuner, ja, der erste war tief und der zweite eben dann links hoch. Das passiert mal. Das sind ja vielleicht sogar Flüchtigkeitsfehler durch diesen großen Vorsprung, den man eben hat. Ja, da kann man schon mal unkonzentriert, ich habe es gesagt, werden. Aber das wird jetzt beim nächsten Mal dann nicht mehr passieren. Da wird sie sich wieder wirklich voll konzentrieren. Das also das Bild nach dem zweiten Schießen, Magdalena Neuner vor Daria Domracheva und Tora Berger auf dem 10. Rang. Und das ist bemerkenswert, Franziska. Es ist ein ganz spannendes Duo hier, Tora Berger und in ihrem Schlepptau Marie-Dorin Aber. Ganz stark, die 25-jährige Französin. Hier im Sprint mit ihrer Saisonbestleistung als Vierte. Daria Domracheva, 19,5 Sekunden jetzt der Rückstand. Holt ein paar Sekündchen auf. Es waren 21,5 bei der letzten und 23 nach dem Schießen, ja. Tora Berger, 37 Sekunden zurück. Es waren 30. Die verlieren also ein wenig, die beiden hier. Und dort hinten kommt Olga Saitseva, die erfahrene Russin. Sie verliert ein paar Sekunden, 4 Sekunden auf Magdalena Neuner. Einzig Domracheva, die im Augenblick etwas gut macht an Zeit. Aber sie will natürlich ran an Magdalena. Sie will Druck aufbauen, muss da natürlich investieren. Und Magdalena kann noch ihr Tempo laufen, kann hoffentlich so laufen, dass sie jetzt stehen trifft. Und Domracheva will hin. Und das kostet meist etwas an Kraft, etwas an Konzentration am Schießstand. Aber Magdalena Neuner momentan mit einem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ausgestattet. Hier vorne weglaufend ist für sie eigentlich überhaupt kein Problem. Da kann sie ihr Rennen gestalten.
und jetzt hoffentlich die Bilder von Novo Mesto verdrängen aus der Verfolgung. Dieses Crossfire in einer ähnlichen Situation, komfortabel in Führung liegend. Ob er daran denkt, Gerald Hönig, auf die Scheiben der, neben, der Schießbahn nebendran geschossen. Aber so ein Missgeschick, das passiert nur alle Jubeljahre, sicherlich zweimal in einer Saison, sage ich jetzt mal. Sehr schade für Magdalena Neuner. Weitere Strafrunde. Jetzt macht es sich doch ein bisschen spannend. Die Chance für Daria Nomracheva. Ja, hat hier Probleme beim Repetieren. Nicht richtig repetiert. Hat jetzt, glaube ich, den Schuss sogar in den Mund, die Patrone in den Mund genommen. Und gleich den Fehler hinterher. Hat sich hier sehr aus dem Rhythmus gebracht. Daria Nomracheva. Alle drei verpassen eine Scheibe, verfehlen. Das heißt, alles wieder richtig, so wie es war, als sie hier eingekommen sind. Zwei Fehler jetzt gar bei der Französin. Und Magdalena Neuner, da kommt sie schon wieder aus der Strafrunde heraus, bleibt weiter in Führung. Zwei Fehler auch für Domracheva. Ja, und da hast du gesehen, wie einen so etwas irritieren kann. Das Rausrepetieren kostet Zeit. Dann hat sie den Schuss in den Mund genommen, lass ihn doch fallen. Ich habe ja sowieso im Schaft noch Reservemunition. Also das sind lauter so Dinge, die macht man dann im Wettkampf. Und hinterher denkt man sich, ja, was habe ich denn da gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Aber sei mal klar, Gedanken sind so einer Stresssituation. Das ist nicht immer einfach. Marie-Laure Brunet, seit sie war mit 5 Treffern, die hat auch schon ein paar Plätze gut gemacht. Die Französin. Und Thora Berger ist die erste Verfolgerin jetzt von Magdalena Neuner. 31,8 Sekunden ihr Rückstand. Und wir erinnern uns, beim Start hat Magdalena Neuner 38 Sekunden. Ein Fehler. Na, immer dieser eine. Wer viermal trifft, der kann auch fünfmal treffen. Aber macht nichts, Miri. Geht schon. Das wird immer besser. Es wird besser. Das darf man ruhig so konsternieren oder feststellen. Und da sehen wir die Lade. Probleme, da steckt sie die Patrone in den Mund. Also normal hat man immer Ersatzschuss im Schaft dabei. Wird sie auch sicher haben und ja, hat da viel Zeit gebraucht, auch für den letzten dann, bis sie da getroffen hat. Hier repetiert sie einfach schlampig. Kommt vor, auch bei der Kälte, kommt aber auch beim Warmen vor. Hier das Schießen von Magdalena Neuner, die ersten vier Schuss perfekt, aber der letzte dann, schauen wir mal, vielleicht sehen wir ihn. Da links tief. Ja. Oh. Ja, der war sehr deutlich. Ja, da war nicht mehr viel schwarz im Zielbild. Und trotz dieser insgesamt zwei Fehler in Führung liegend. Nach wie vor Magdalena Neuner, also vor Thora Berger. Und dritte jetzt Olga Saitseva. Andrea Henkel auf 11. Lina Bachmann 14 und 10. Also noch vor Andrea Henkel Franziska Hildebrandt. Ja, und diese Fehler, das haben wir ja auch während des Sprints schon gehört. Und heute ist es noch einmal kälter. Kann natürlich passieren, auch wenn die Finger kalt sind, ist ja immer diese Problematik. Da geht auch der ein oder andere Schuss einfach mal aus, ohne dass sie den Widerstand am Abzug spüren. Und wir schauen auf Andrea Henkel. Ja, sie hat hier sehr gut geschossen. Sie lässt vielleicht den Ellbogen etwas, wenn man jetzt pingelig sein will, hängen, aber sie trifft und sie ist ja eine sehr gute Schützin, da gibt es eigentlich gar nichts. Ja, und das hat sie sich ganz speziell auch vorgenommen hier für Oslo, die Andrea Henkel. Hau mal rein. Na, leider abgebrochen. Da ist er so engagiert, ja, dass er den Ton gleich raushaut. Rico Groß. Und Anspannung hier bei Gerald Hönig. Sechs Athletinnen im Feld, aus dem Sprint heraus, alle qualifiziert für dieses Rennen. Und wieder etwas ausgebaut im Vorsprung. Ja. Aber Thora zieht ihre Bahnen, zieht ihren Kreis, läuft auch ihr Tempo und lässt sich nicht wild machen. Die will viermal treffen und wir wissen, wie sie beim letzten Mal schießen agieren kann. Schnell und sicher, das hat sie so oft schon bewiesen. Und dann in der letzten Runde noch mehr Gas geben. Eine Meisterin in der Einteilung des Rennens, der Distanzen, Olga Saitseva. Dann die beiden Französinnen. Rechts, links Daria Domracheva, dahinter Kaiser Meck.
Und für Franziska Hildebrand sicher das Fernziel, die nächste Saison, beziehungsweise davor die Vorbereitung, da noch einmal draufpacken, sich läuferisch ein wenig ranrobben, ranarbeiten an die starken Athletinnen, an die Besten der Zunft, die im Moment Magdalena Neuner heißt. Stehenschießen. 31. Weltcupsieg für Magdalena Neuner. Unglaublich, wie sie ihre Bahnen zieht, auch hier in Oslo. Und sie hat ja nur noch 2 Kilometer bis ins Ziel. Cora Berger mit Fehler. Und 2 Fehler. Verliert sie hier ihren Podestplatz, muss 2-mal in die Runde. Saitseva mit der Chance auf Rang 2. Ja, trifft 5-mal. Erste Verfolgerin von Magdalena Neuner ist Olga Saitseva. Die Chance für Mekkereinen und Brunet, sich noch einen Platz zu sichern auf dem Podest, auch für Domracheva. Beiden Französinnen jetzt raus. Daria Domracheva. Ja, sie trifft. Die Weißrussin trifft, die zweite im Sprint. Wieder mit der Chance, hier auf dem Podest zu stehen. Und es sind in dieser Saison die immer gleichen Namen. Neuner, Saitseva, Domracheva, Mekkereinen, Berger, die vorne um die Siege und die Podestplätze laufen. Da kommt Daria Domracheva als Dritte jetzt in der Runde. Ah, ja, nochmal der Fehler. Ja, aber wir müssen das insgesamt dennoch unterm Strich auch nochmal festhalten, wie wir vor 2 Monaten die Leistungen von Miriam Gößner eingeschätzt haben und einzuschätzen hatten am Schießstand, während wir hier nochmal die Treffer von Magdalena Neuner sehen. Da haben wir noch gesagt, mein lieber Mann, gelingt es den Trainern, irgendwann Miriam Gößner noch heranzuführen, das Schießen beizubringen. Und mittlerweile ist sie wirklich konstanter geworden. Der Jubel hier ganz klar für den 31. Weltcupsieg von Magdalena Neuner. Und im 16. Rennen wird sie zum 13. Mal auf dem Podest stehen. Wirklich unglaublich. 7. Saisonsieg. Und das in einer Souveränität, lässt sich in keiner Phase des Rennens auch nur irgendwie aus dem Rhythmus, aus der Ruhe bringen. Kann man ja sagen, was man will. Aber die ein oder andere wird froh sein, wenn Magdalena nicht mehr dabei ist. Da gibt es dann einen Platz weiter vorn. Und Berger, Saitseva, Domracheva, die sind, du hast gesagt, immer die gleichen. Aber die gleichere ist die Magdalena, die ist immer eins weiter vorn. Unglaublich. Kopf hochnehmen. Hover, hover, hover. Ja, es sind eben diese Läuferinnen, die sich in diesen 15 bisherigen Rennen die Siege getan haben. Jetzt wird ballert, komm, auf geht's, jetzt Frequenz hoch. Sie gleiten lassen, nicht einfach nur hinknallen. Komm, Tina, auf geht's. Das sind überrundete Läuferinnen, die hier Olga Saitseva um sich herum hat. Und da kommt sie. Zum 7. Mal wird sie ein Rennen gewinnen in dieser Saison. Magdalena Neuner, die 24-Jährige aus Wallgau. Welch eine Abschiedstournee, wenn wir schon immer darüber reden. In dieser Konstanz, mit diesen Werten, die sie hier noch einmal bringt. Als sei es ein Befreiungsschlag gewesen, als sie das verkündet hat, dass sie nach der Saison Schluss machen will. Wird jetzt hier empfangen vom norwegischen Publikum. Sportlich sehr, sehr fair. Auch hier natürlich sehr beliebt. Einige ihrer Fanclubs sind auch hier. Aber natürlich ein bekannter Name bei diesem norwegischen Fachpublikum hier am Holmenkollen. Jetzt muss sie hier noch einmal hinauf, dann oben hinter dem Schießstand entlang. Und dann kann sie es richtig genießen. Vorbei an dieser vollen Tribüne. Magdalena Neuner, 2. Sieg hier an diesem Weltcup-Wochenende in Oslo. So kann es weitergehen. Nächste Woche Kontiolahti, der hat die Mannschaft schon entschieden, dass sie dort komplett hingeht. Wollten sie
zunächst eventuell vermeiden, da es dort noch kälter ist als hier. Aber das, die Temperaturen erholen sich, um es mal so auszudrücken, nur noch um die 0 Grad. Und so haben sie sich alle entschieden, auch Magdalena Neuner nach Kontiolahti zu gehen und auch diese Rennen mitzunehmen. Jawohl, über den Hügel oben noch einmal die Faust, das Winken, das Denken an die Fans. Und sie huldigen hier einmal mehr Magdalena Neuner, also der insgesamt 31. Weltcupsieg. Und das hat sie auch im Interview vorgestern schon gesagt. Es ist schön, einmal zu runden. Ganz wichtig ist mir das nicht, aber ich glaube und verspreche, da werden noch ein paar dazukommen. Und ein paar Gelegenheiten gibt es ja noch. Schon morgen das Massenstartrennen, dann eben Kontiolahti, die Weltmeisterschaften in Ruhpolding. Und dann der große Weltcup-Abschluss und der Abschluss einer unglaublichen Karriere der Magdalena Neuner dann in Hantimansisk in Russland. Das ist hier der Kampf um den dritten Platz. Zweite eindeutig Olga Saitseva, die Russin. Starkes Rennen als Sechste gegangen. Vom Start weg hat sich über die Schießleistung aufs Podest gearbeitet. Zweiter Platz, also Gratulation an die Russin zum 7. Mal auf dem Podest. Und hier die fachkundigen Herren. Und Daria Domracheva, sie ist die Dritte natürlich, klar, die noch vor diesen beiden, vor Tora Berger und Kaisa Mäkerainen. Also die Weißrussin auf dem dritten Platz und Tora Berger vor ihren Fans hat sie die Finnin niedergerungen. Kaisa Mäkerainen als Neunte ins Rennen gegangen, kommt hier als Fünfte ein. Und eine wieder einmal strahlende Siegerin, Magdalena Neuner. Schipanitzka, ganz schnell weitermachen. Genau, und hier unten ist es ordentlich frisch. Magdalena, herzlichen Glückwunsch zum 7. Saisonsieg, der 31. insgesamt. Von hier außen sieht das richtig spielerisch aus. Wie geht das für Sie auf der Strecke über die Bühne? Heute war es eigentlich auch ein bisschen spielerisch. Hab mir zwar nicht ganz so gut gefühlt, also so von den Atemwegen her, aber so körperlich geht es mir gut. Und das hat man, denke ich, auch gesehen. Hab wirklich versucht, da locker das Rennen durchzuziehen und am Schießstand konzentriert und sauber zu arbeiten. Und ich denke, das ist mir gelungen. Zwei Fehler. Ist okay, denke ich, heute mit der guten Schluss- oder Stehendeinlage zum Schluss. Das war richtig schön, ja. Wenn so Fehler passieren, das kann ja immer mal vorkommen, relativieren die sich, wenn die Konkurrenz mindestens genauso viele oder sogar mehr macht? Ja, das relativiert sich vor allen Dingen mit dem Vorsprung, den ich hatte. Also ich wusste selbst, wenn die mit null weggehen, ich habe einen komfortablen Vorsprung und ich bin da läuferisch gut drauf. Und von daher hat mich das keinerlei beunruhigt, ja. Und wenn Sie da so in Führung liegen mit einem komfortablen Vorsprung, schweifen die Gedanken dann auch schon mal ab oder bleiben Sie da ganz streng aufs Rennen fokussiert? Nein, ich versuche schon wirklich fokussiert auf das zu sein, was ich tue. Ich denke, das ist auch wichtig, um das wirklich bis zum Schluss durchziehen zu können. Dann freuen wir uns auf morgen und Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Danke.